Johann Nepomuk Meyer, jenseits des Greifbaren und schon wieder eine Woche vorüber. Unglaublich, die Zeit rast wie im Fluge. Aber gleich einmal ein paar Updates. Ja, die Chance besteht auch diesen Samstag im Hotel Centrale in Waldkraiburg. Denn ich war ja letzten Samstag dort mit meinem Vortrag Illusion Tod. Wir haben ja hier die Möglichkeit, eben 40 Personen mit Covid-Regeln zu platzieren. Die können hier gerne teilnehmen. Wir haben das immer auf Spendenbasis in dieser harten Zeit. Und ja, und diesen Samstag haben wir The New Human, die nächste Stufe der menschlichen Evolution, der gigantischste, grandioseste, ja, Vortrag, den ich eigentlich, also das ist meine persönliche Meinung zu all meinen Vorträgen, ist mit Sicherheit dieser Vortrag. Denn hier, was ich hier präsentiere, ich habe da wieder gerade ein Update bekommen, ist sensationell. Wo geht die Zukunft der Menschheit hin? Genau diese Themen, die es uns hier interessiert, das neue Wissen für die neue Zeit. Also bitte anmelden bei mir auf der Webseite nepomuk-meyer.de. Und ja, es sind noch genügend Plätze frei. Und das zweite Thema ist auch schon mal Vorträge für nächste Woche. Ich schaue mal kurz auf meinen Kalender, denn nächste Woche haben wir hier auch drei Vorträge, und zwar am Donnerstag, den 23. Oktober. Nee, ich mache, das ist der 22. Donnerstag, 22. Oktober im Landgasthof Alter Wirt in Hauptstraße Halbermoos Golddach. Ich werde es auch nochmal posten, nochmal reinstellen auf Facebook auch. Und am Freitag für meine Follower, die in der Nähe von Nürnberg sind und im Einzugsgebiet von Nürnberg, im Gasthof Heidekrug in Nürnberg, werde ich es auch nochmal hier einstellen. Beide richtet oder der Veranstalter Mutter Erde aus, und der Holger von Bösenlager ist hier der Veranstalter. Herzlichen Dank für die Einladung von dir. Ja, auch hier habe ich die beiden Vorträge IT-Kontakt. Es passiert jeden Tag auch ein extrem spannender, sensationeller Vortrag von Dingen, die gerade hier passieren und auch unsere Zukunft der Menschheit verändern wird. Und ihr habt es auch vielleicht schon mitbekommen, jetzt sind tatsächlich die Sendungen für die nächsten TV-Aufzeichnungen für Wurzelheimat sind jetzt abgeschlossen in der Vorbereitung. Jetzt geht es natürlich in die Detailplanung rein. Es besteht hier noch die Möglichkeit, sich als, ja, kostenlos als, ja, Zuseher für diesen Sendungen anzumelden in Rustorf an der Rott. Und auf der Webseite wurzelheimat.de, ohne E, das Wurzel, findet ihr unten die einzelnen Sendungen, und ihr könnt sich hier anmelden. Und da kriegt ihr auch eine Bestätigung, und das ist die Karte, damit sie hier kommt. Die Plätze sind natürlich aufgrund dieser Covid-Regeln hier begrenzt. Wir haben nur 25 Zuseherplätze, aber einige sind schon weg. Aber wie gesagt, es besteht auch die Möglichkeit, hier in der Nähe natürlich zu übernachten, etc. für jemanden, der weiter her, ja, anfahren muss. Oder der sagt, okay, es ist ja vielleicht auch rentabel, denn wir zeichnen tatsächlich am Freitag, eben den 6. November, zwei Wurzelheimat-Sendungen auf. Ab 16 Uhr die erste und ab 20 Uhr die zweite. Und am Samstag zeichnen wir vier Sendungen auf. Ab 9 Uhr die erste, 13 Uhr die zweite, 16 Uhr die dritte und ab 20 Uhr die vierte Sendung. Also, wenn jemand hierher kommt und das ansehen will, hat natürlich hier ein volles Programm, lernt auch die Protagonisten natürlich hinter den Kulissen kennen und auch die ganze Technik, alles, wie das abläuft und so weiter und so fort. Ja, ich habe auch die letzten Tage wieder einige Interviews geführt, die gerade noch am Schneiden und am Machen bin. Hoffe, dass ich es bis zum Wochenende hier einstellen kann. Und wenn jemand, sag jetzt mal, sagt, okay, ja, vielleicht mein noch nicht mitbekommen hat, das neue Buch von mir, hier habe ich es, Erstkontakt. Es geschieht jeden Tag, frisch eingetroffen. Ich habe jetzt wieder Bücher, und wenn jemand die bestellen will, soll man bitte hier noch eine E-Mail schreiben oder dazu schreiben. Kriegt natürlich gerne eine persönliche Widmung noch mit rein, und oder auch den Film dazu, den gibt es auch bei mir zu kaufen. Und ja, genau, ich denke,
Das war's fürs Erste. Ich bedanke mich auch. Ja, nein, eins würde ich noch anweisen. Ich habe vorgestern einen Post gemacht, und zwar im Kapaotal in Diamant, im Nationalpark Diamantina. Da wohnt eine Bekannte von mir, Freunde von uns. Da brennt die Hütte, wenn man sozusagen, da brennt der Urwald, und irgendwie ist die Regierung nicht in der Lage, sage ich jetzt mal, hier genau oder einzugreifen, nicht genug zu löschen. Jetzt sind die Anwohner dabei, hier zu löschen, und die haben uns gebeten, hier ein paar Euro zu spenden, denn die für 500 Euro haben gesagt, können wir also ein Gebläse kaufen, um hier das dann mitzuhelfen, zu löschen. Das werden wir auch tun. Ein paar Spenden sind so eingegangen. Herzlichen Dank dafür. Ich werde das an den Stefan Baumgartner weiterleiten. Ich werde auch seine PayPal-Adresse hier nochmal einblenden. Da können wir hier dann direkt zu ihm spenden. Da brauchen wir das über Umwege macht oder PayPal-Konto. Und ja, herzlichen Dank. Und auch die restlichen, die uns hier unterstützen, immer wieder den einen oder anderen Euro zu spenden. Herzlichen Dank dafür. Genau, das brauchen wir in dieser Zeit. Ihr wisst ja, wir haben ja keine Rundfunkgebühren. Wir müssen ja alles selber machen und selber bezahlen und tun. Aber herzlichen Dank, und wir bleiben am Ball. Und ja, genau, am Wochenende gibt es mit Sicherheit einmal einen größeren Update wieder für einen längeren Zeitraum. Und ansonsten freue ich mich, euch wiederzusehen, entweder diesen Samstag oder nächsten Donnerstag, Freitag oder Samstag bei einem meiner Vorträge. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und ja, eine gute Zeit. Euer Nepomuk.